sehr zufrieden. Also ich bin eigentlich, ich finde, wir haben einen guten Job gemacht, wir haben gut aufgeklärt, was so Tierstandards sind, auch was die grosse Bandbreite ist zwischen Tierstandards, die wir in der Schweiz haben. Wir haben auch klar gemacht, dass wir sehr gute Bauern haben, die sehr schön wirtschaften, die sehr ihre Tiere auch gut halten. Wir haben auch gezeigt, was hinter der konventionellen Produktion steckt. Ich finde, wir haben da gute Aufklärungsarbeit gemacht und auch mit vielen Konsumierenden und besonders auch mit vielen Bauern sind wir im Gespräch gewesen, was eigentlich immer sehr konstruktiv war. Und was mich besonders freut, ist, dass ich das Gefühl habe, es war nicht so ein Gegeneinander gewesen, nicht irgendwie, wir hacken auf den Bauern rum und sie auf uns, sondern eigentlich so, man versucht zusammen irgendwie so ein bisschen auf einen sinnvolleren Weg zu kommen oder auch, man bespricht zusammen das Problem vor Ort und man ist vor Ort vielleicht nicht immer einig und man ist vielleicht auch in der Sache uneinig, aber man kann konstruktiv miteinander diskutieren und es artet nicht aus in gegenseitige Anfeindungen und das ist für mich das Wertvollste eigentlich, ja. Ja, sehr. Also mit den Personen vom SPV, ja. Ja, ich bin mir natürlich häufig nicht einverstanden und also ich bin häufig uneins, auch jetzt mit dem Markus Ritter oder so, aber ich mag den Markus Ritter mega gern und ich tue auch gerne mit ihm diskutieren und ich habe bei ihm auch, also so wie ich ihn erlebe, ist es immer auf einer respektvollen Basis und man kann sich in der Sache uneinig sein, aber irgendwie so menschlich findet man sich und man kann dann auch irgendwie ein Bier trinken und man kann sich einig sein, dass man sich nicht einig ist und das finde ich okay. Ja, absolut. Also gerade die ganzen Informationen, die wir in die Öffentlichkeit gebracht haben, die ganze Diskussion zum ersten Mal so über Tierhaltungssystem, auch über konsumierende Entscheidungen, das wirkt ja nach und da haben wir ja etwas in die Rolle gebracht, die Konsumierenden und auch vielleicht Bauern gewisse, die denken ja weiter und überlegen sich vielleicht einmal mehr, wenn es am Regal steht, zu welchem Produkt sie jetzt greifen und das ist viel wert. Ich denke, also zum einen ist es etwas, mich erdet sehr, einfach so mal etwas ganz anderes machen, etwas mit den Händen arbeiten, am Schluss irgendwie so sehen, was du erreicht hast. Das ist ja in der Politik häufig nicht der Fall. Und zum anderen halt auch gewisse praktische Probleme zu sehen und auch zu sehen, in welcher Situation man häufig auch steckt, aus Ansprüchen von Detailhändlern, von Konsumierenden, von Politik und sich da dann irgendwie zurechtzufinden, ist sehr anspruchsvoll, es kann auch frustrierend sein, es kann auch zermürbend sein und ich habe das Gefühl, darum verstehe ich die Perspektive bis zu einem gewissen Grad. Also für gewisse Leute bin ich sicher ein Feindbild. Das finde ich schade, grundsätzlich alle, die mir schreiben, ich habe viele, die mir geschrieben haben, die nicht einig sind und gesagt haben, komm doch mal auf den Hof und dann bin ich gekommen. Und dann haben wir trotzdem mega gute Gespräche gehabt. Wir sind uns am Schluss immer noch nicht einig gewesen, aber wir haben uns irgendwie so menschlich gefunden und haben so häufig auch gewisse Probleme identifiziert, wo wir beide als Problem identifiziert haben, wo wir beide gefunden haben, nein, das müsste sich in die Richtung verändern, aber der Weg dorthin ist halt, haben wir halt unterschiedliche Ansätze, beziehungsweise sie haben gefunden, je nachdem, man muss nichts ändern, es ist schon gut so, wie es ist, und ich habe gefunden, ja nein, sollte man schon etwas ändern? Klar, aber die ich persönlich getroffen habe, dort waren immer sehr konstruktive, gute Gespräche gewesen. Und die mich per Mail anfeindet, die feindet mich aus allen möglichen Gründen an. Sei das jetzt Inhalt oder Aussehen oder irgendetwas, aber dort muss man sagen, da kann ich nichts machen. Ich versuche allen mit Respekt zu begegnen und auch wenn ich mit ihnen nicht einer Meinung bin und wenn es von der anderen Seite nicht gleich entgegengebracht wird, dann ja, kann ich nichts machen.